Hi Leute, wir sind's wieder, Lena und Seth von Lena Hill und Tour. Also ich bin Lena, das ist Seth. Nur falls ihr verwirrt seid. Genau, wir machen weiter heute mit Sims 4. Wir sind gerade dabei, mein Haus einzurichten. Und in den letzten zwei Folgen haben wir schon das Bad eingerichtet und das Wohnzimmer, das ich übrigens sehr schön finde. Was uns jetzt noch fehlt, sind die beiden unglaublich dunklen Zimmer da hinten, und zwar die Küche und das Schlafzimmer. Ich glaube, die haben noch keine Fenster. Die haben noch null Fenster. Deshalb sind die so unglaublich dunkel. Ja. Ja, wollen wir mal anfangen mit der Küche vielleicht? Ja, genau. Okay, ich glaube, die brauchen Fliesen oder so. Ja, eine eigene Wandverkleidung. Ja, ja, klar kann man Fliesen machen. Ja, großartig, weißt da machen da Fliesen an die Wand. Hier, die Türkisen, wunderschön, schön. Nee, in der Küche möchte ich die nicht. Ach so. Das ist mir halt ein bisschen schwierig. Was ist mit dem da hinten? Das hier? Ja. Die kleinen? So halb? So, das ist nämlich nur halb. Das, das ist halt so typisch Küche, ne? So beige oder weiß? Mach erst mal. Mach mal ran da. Ich glaube, ich brauche da irgendwie ein Licht. Ich sehe nichts. Cosmo und ran da. Ich sehe nichts. Okay, ich würde hier auf jeden Fall ein Fenster hinmachen. Ja, mach mal ein Fenster. Gut. Dann nehmen wir so eins wie halt die anderen, ne? Ja, probier's mal. So. Das ist schon ein bisschen besser. Können wir da auch gleich mal eine Lampe oben hinsetzen? Dann sehe ich wenigstens was. Achso, eine Deckenlampe? Ja. Quasi. Nein, nicht in der Küche so eine. Ich will eine, die richtig brennt. Also ein Kamin? Nein. Ein Wölkchen. Das ist richtig helles. Nein, das ist zur Hölle. Ich glaube, sie sind alle gleich hell, Lena. Das ist Nein. Sims. Das ist nur ein Computerspiel. Das ist eine hässliche technische Lampe, ja. Ja, die? Ja. Oh, die ist schön. Die ist schön hässlich. Die ist schön hässlich. Geil. Genau okay. Das Richtige für meine Küche. Sehr gut. Wunderbärchen. Oh, wir haben fast kein Money mehr. Money mehr, Money mehr. Wir haben fast doch kein mal Money irgendwas. Mehr, Money mehr. Hey, hallo? Monatsgehalt. Stimmt, wir waren arbeiten. Wir sind irgendwie, weiß nicht, Fachärzte oder. Das ist unser Arbeitslosengehalt. Weil wir sind ja beschäftigt, unsere Wohnung einzuräumen. Nicht zu übertrieben, aber zumindest so, dass wir hier irgendwie okay vorankommen. Ein bisschen. Ja, genau. Gut. Wollen wir da vielleicht, wo das Fenster ist, die Spüle machen und dann links das würde ich auch sagen. Herd. So, gucken wir mal hier. Zählt das unter Sanitär? Ja, eigentlich schon, ne? Also wir haben halt eine Möglichkeit, ein Waschbecken hinzustellen, aber ich würde sagen, wir machen halt irgendwie so ein, ich sag mal, so eine Küchenzeile. Ja. Und da kannst du diese Waschbecken überall drauf platzieren quasi. Ja, dann das müssen heißt, wir mit der Küchenzeile anfangen. Genau, wir müssten jetzt erstmal mit der Küchenzeile anfangen, genau. Beziehungsweise, was ist das? Das ist Grill. Das hier ist alles in der Küche. Großartig. Okay. Und das Blaue hier vorne, aber in einer anderen Farbe. Ja. In dunkel. Ja. Schwarz quasi. Ja, probieren wir mal. Ja? Gut. So, und dann hier vorne noch. Also, und eins davon wird dann halt Herd. Oder wie macht man das? Und da hinten dann halt die Spüle. Genau. Ja? Naja, wir müssen auch noch Platz machen für einen Kühlschrank. Ach so. Ja, das ist halt so das Ding. Dann also den können wir auch hier hinstellen. Nee. Ja, Kühlschrank würde ich sagen, so ein Standardding, oder? Mhm. Das sieht wirklich ähnlich, Seth und Lena, Standardding. Oh, schön langweilig. Nee, wir machen den rosa, wisst ihr? Nein, wir machen den nicht rosa. Warum nicht, Seth? Warum eigentlich nicht, Lol. Seth? Schmapple Kühlschrank. Was ist denn hier mit dem zweiten? Das hier? Ja. Ja, der ist schön. Roter, nein, ja, in dunkel, in dunkelgrau oder so. Dunkelgrau, nicht hellgrau. Ja. Nicht hellgrau, Seth, dunkelgrau. Hör doch mal zu, Mensch. Hör doch mal einmal in dein Eigentlich Leben. Eigentlich fände ich das schöner, wenn der hier links ist, ehrlich gesagt. Ja. So? Ja. Oder lieber so und hier noch eine Küchenzeile? Mhm. Ja? Nein. Ja, aber irgendwo muss der Herd hin. Nein, das möchte ich so nicht. Okay, wir haben Ansprüche, ja. Wir haben einen eigenen Willen. Mhm. Auf einmal. Ja, und daneben den Herd. Ja, daneben neben den Kühlschrank. Mhm. Was ist mit den Rosanen? Warum sind die rosa hinterlegt? Weil die können wir uns nicht leisten. Ach so, okay. Schade, die sind so hübsch. Naja, ich kann jetzt noch ein bisschen Geld, aber ich wollte halt nee. Ich wollte halt nicht wirklich übelst Geld cheaten, sondern man geht halt arbeiten, man verdient sich was, aber ich wollte, dass wir zumindest irgendwie so ein bisschen die Wohnung einrichten ja, können. Ja, so dann nehmen wir wollen. Den zweiten hier. Weißt du? Okay. Ja. Ah, dunkel. Jawohl. Ja, der sieht doch Ach, großartig der ist doch klasse. Aus. Guck mal, der hat hier alles. Hier alles hat der. Dings. Okay, und da hinten Richtung Fenster, dann ja? die Spüle. Genau. Diese hier. Und dann eben auch irgendwie entsprechend dunkel. Ja, die ist hübsch. Die nehme ich. Ja? Ja. Genau. Cool. Industrielles Waschbecken. Ja. Okay. Das ist halt da mein Schick.
meine Ästhetik. Ja, ist doch voll in Ordnung. So, jetzt haben wir natürlich noch irgendwie... Appliances, kann man da noch, wie es aussieht? Wow, da gibt es sowas. Da kann man keine Dings draufstellen. Das nützt mir nicht viel. Also außer, wenn ich da die Wand wegmache zwischen... Oh, eine Obstschale. Ja, die hätte ich gerne. Die ist auch sehr realistisch. Ja. Wo da denn? Hinten in die Ecke. Ja, ja. Genau. Finde ich nämlich auch. Gibt es auch sowas wie eine Küchen... eine Kaffeemaschine oder ein... Ja, es gibt hier Küchengeräte. Ja, genau. Eine Mikrowelle. Mhm. Braucht was? Man auch Törtchenfabrik? LOL! Die ist ja riesig. Willy Wonka lässt grüßen, oder was? Auf jeden Fall. Wie krass ist das? Okay, ja, eine Kaffeemaschine gibt's, die gibt es auch in Dunkel sogar. Hell yeah. Lass die mal hier hinten. Ja? Ja, eine Mikrowelle noch? Also eine Omniwelle. Weiß ich halt nicht, ob die... Ja, lass mal da den Obstkorb aus der Ecke nehmen und die Mikrowelle in die Ecke stellen. Ja. Boah, ist die riesig. Das ja, das ist krass. Waschbecken. Die sieht aus wie aus den 80ern. Ich weiß aber nicht, ob die da noch rankommen so gut. Braucht man Mikrowellen eigentlich? Wenn du keine brauchst, brauchst du halt keine. Dann nehme ich keine. Gut. Dann lasse ich da einfach den Obstkorb stehen. Ja, dann machen wir das so. Wir könnten hier jetzt noch so eine Dunstabzugshaube einsetzen, glaube ich. Oh ja, das ist auch. Die hängt hier von der Decke mehr oder weniger. Ja, die ist auch super. Die ist auch super? Ja, die ist super. Okay. Cool. Ja, sehr schön. Sieht voll aus wie so ein Restaurant irgendwie. Ich weiß auch nicht, wo meine Ästhetik herkommt. Die müsste in ganz hohe Decken, die hier. Die ist voll krass. Was ist denn das? Ach, das ist eine Abzugshaube. Wie krass. Was haben wir denn noch hier? Was ist das? Nee. Oh, Rauchmelder. Also so Alarm und so brauchst du, weil man hat auch Einbrecher in Sims. Aber okay, halt, das ist natürlich die Frage. Ja, in die Küche damit. Nicht ins Wohnzimmer. Nee. Passt das auch? Ist das okay? Nicht über den Herd. Das ist doch Schwachsinn. Da geht die sofort an. Nee, das ist doch ein Videospiel. Das kann ja schon distinguieren. Funktioniert besser als in der Realität, glaube ich. Okay. Oh, es gibt doch Hängeschränke. Ja, da komme ich doch aber gar nicht... Achso, ja, da komme ich an. Ich bin groß bei Sims. Ja, du bist gar riesig, bist du. Da über der Kaffeemaschine? Ginge. Da am passenden Dunklen. Ja. Ist das okay? Das ist sehr dunkel. Heller? Ja, was ist hier mit diesem... Nee, ich nicht so... Obwohl... Nee, der passt überhaupt nicht. Das hier? Ja. In Dunkel? Ja. Ja, können wir mal gucken. Der hier zum Beispiel? Ja. Ja. Es ist schon dunkel, aber der passt da nicht so richtig hin. Irgendwie. Nee, nicht in die wildfremde Wildnis. Wildfremde Villa da. Wildnis. Die wildfremde Villa. Da kommt man doch überhaupt nicht an. Quäh! Du sollst nicht knauen. Na klar kommt man da ran. Nein. Außerdem kannst du den da nicht hinhängen. Ja. Mach den da hinten hin über die Kaffeemaschine. Okay, okay. So. Zufrieden, Madame. Mhm. Hier noch ein. Mach sie wenigstens dann schön gleichmäßig aus. So. Sieht gleichmäßig aus. Wunderschön. Naja. Können wir nicht einfach diesen Rauchmelder dann da ins Fenster? Hin. Ja, ich mach das. Mach das schon. Sebi, mach doch das schon. Das warte doch mal, der Sebi, mach doch. Ja. Yeah. Sebi macht. Jo. Das ist doch ganz nett. Ja. Gibt's Kräuter oder so? Mülleimer wäre auch sehr Kräuter. Praktisch. Gibt es Kräuter? Ich will jetzt wissen, ob es Kräuter gibt, Seth. Ich kann nicht ohne Kräuter. Das ist meine Küche. Oh. Ich will jetzt, dass es Kräuter gibt. Mann. Mama. Da neben die Kaffeemaschine. Nein, im Bad gibt's kein Mülleimer. Was? Ja. Dort. Ich würde sterben ohne Bademülleimer. Mhm. Ich sterbe dann. Weil du da mal deine Wattepads reinmachst. Ja, ne? Ja, vom Abschminken. Ein Hocker. Wo willst du da jetzt einen Hocker hinmachen? Ich will da einen Hocker hinsetzen, damit du da rankommst. Ach so, ja. Aber da bin ich irgendwie 1,70 in dem Sims, nicht 1,60. Ach so. Deshalb brauche ich den nicht. Mama! Sorry, ich bin heute übelst nervig. Es tut mir leid. Zum Abwaschen, ne? Damit ich mich wenn man da mal sitzen will, während du auf den Kaffee wartest und den bei den Müll sortierst. Ach, was weiß ich. Ja gut, dann hast du eben keinen Hocker. Aber das macht nur von der anderen Seite Sinn. Beschwer dich dann nicht bei das macht mir. Nur Sinn, wenn wir hier die Wand rausnehmen würden. Nee, und dann ja. Sinn. Bim. Ja, das macht auch Sinn. Ja, lass das dort. Ja, perfekt. Warum das nicht schön ist, habe ich dich gefragt. So. Das ist doch cool. Ja, oder du drehst es so, dass man das vom Herd eine Urne. Unmöglich. Du bist so blöd, Seth. Du bist echt blöd. Bist du wirklich? Also jetzt mal Hand aufs Herz. Du bist Wasserkocher. Oh, ein Fass, Alter. LOL. Was, Wasserkocher wo? Nee, gibt's ja nicht. Nur so eine Kanne. Eine Kanne. Die ist aber ganz cool.
Die können wir auch als Wasserkocher verstehen. Ich weiß halt nicht, was es sonst noch so gibt. Es gibt eine Kaffeemaschine, es gibt Teekocher. Ja. Oh, das ist du. Das ist on brand. Fuck! Alles fuck. Voll schon. Alles fuck! Voll. Der Post trinkt doch gar keinen Kaffee. Das stimmt. Aber das weiß doch mein Sims nicht. Der trinkt Kaffee. Der trinkt Kaffee. Ich dachte, damit der morgens so aus dem Ja, aber das ist Knie doch deins. Der hier, Teekocher. Ja. Yeah. Nicht so. Ja, der ist doch süß. Ja, musst du ja abstellen. Ja, cool. Schön. Finde ich nett. Warum kann man nur eine Sache auf diese Kommode stellen? Das verstehe ich nicht. Oder auf diese Dings. Du weißt schon, na, hier, ihr wisst schon, na. Willst du denn jetzt noch einen Messerblock, ne? Eigentlich ja schon. Warum ist der Messerblock nicht hier drinne? Why? Das ist doch ein interessantes... Bei den Spielsachen. Mensch. Weil du das nicht benutzen sollst. Hallo? Messergabel, Schere, Licht? Dürfen kleine Savies nicht. Ja, so. Wunderschön. Oder? Wunderschön. Finde ich eigentlich cool. Ja, also, auch. Wird alles haben, was man braucht. Ich meine, wie viel will man noch lagern hier in den... Was denn? Du hast da Schränke, ja genau. Ja, ich glaube, das reicht. Tassen und Gläser auf der einen Seite und Teller und Schalen auf der anderen und... Genau. Ja. Was ist das? Robo, das freundliche Schaltkreis-Kit. What? Wäschehaufen noch. Nicht in die Küche. Oh, Seife. Haben wir im Bad auch vergessen. Zum Abwaschen. Stimmt, wir Stümper. Wir sind so Stümper, sind wir. Das in Zeiten von Corona. Stümperhaft. Oh Gott, das wird man uns nie verzeihen. Auf dem Fußboden. Passt da überhaupt nicht hin. Na, dann haben wir halt keine Seife, Mensch. Oh, süß, auf dem Fußboden. Ja, nimm's Klo. Wegen Desinfizieren, ja, ne? Genau. Ich tja, glaube, da kann dann keine Blume mehr wohnen. Blume! Oh, eine Blume! Und sie irgendwie Richtung Waschbecken ausrichten? Nein! Okay. Mann, Blume! Dann musst du die daneben stellen. So. War auch eigentlich. Nee, das ist nicht schön. Dann steht halt keine Seife im Bad oder sterben die dann wegen. Ja, die sterben. Naja, weil die halt nicht sauber sind. Nein, das die ist bloß. Immer schmutzig. Das ist bloß ein Deko. Die waschen sich mit Wasser. Das ist bloß Deko. Das reicht. Okay, lieber eine Pflanze als Seife. Ne? Ja. Wir tun einfach so, als wäre da Seife irgendwo. Ich hätte die hier unten hingestellt. Ja, genau. Lass jetzt sein. Hör doch auf, dich zu beschweren. Ach, ich finde das wunderschön. Ach, vor allen Dingen so aufgeräumt. Eigentlich ganz cool, ne? Ja. So, willst du noch irgendwie etwas in der Küche an? Ja, Deko ist jetzt halt, ne? Nö, ich bin zufrieden. Also schwierig. Ich könnte da höchstens noch eine... Da würde ich zum Beispiel eine Aloe Vera-Pflanze oder sowas akzeptieren. Aber... Ja, aber das kann man nirgendwo draufstellen. Nee, eben, das ist kein Platz. Deshalb man könnte hier noch irgendwie was dran machen. Oh ja, da können wir was hinmachen. Appel. Ein Bild von einem Ach so, Appel. Eingerahmtes. Das steht. Ach so, süß. Nee, ich brauche das nicht neben der Obstschale. Damit du dich immer dran erinnerst. Eine Birne? Nein! Warum keine Birne auch nicht? Das ist entsetzlich mit dir. Die steht halt bei ihren Freunden, den Äpfeln. Was ist das? Marienkäfer! Stimmt, ich habe versprochen, in der Küche dürfen Kinderbilder hängen. Da hast du deinen Spleen. Oh Gott, dieser Akzent. Schwierig. Oder was ist hier mit diesem Elefanten oder dem Dino? Das hier? Ja, der Elefant. Oh, süß. Der ist doch niedlich. Ja. Grau? Oh Gott, warum ist das dann rot? Grün? Nee. Nein. So? Ach nee, das ist Ton. Ja, dann lass es lieber grau. Das ist okay. Siehst du, wer kann da was dagegen haben? Niemand. Genau, können niemand. Können wir da noch mehr Bilder hinhängen? Ich finde das ein bisschen... Ja, drei Bilder oder so. Ja, hier der rosa, ne? Auch in grau, genau, perfekt. Und dann noch das Häschen. Oder der Marienkäfer doch. Ja, auch in grau. Ja. Adorable. Ist das nicht schön? Es ist wunderbar. Wenn die Leute reinkommen, alle so, boah, Lena, so erwachsen, Küche. Okay. Okay, was ist mit ihr nicht hier? In Ordnung? Übelst industriell und dann... Es triggert mich so, dass die Türen hier nicht irgendwie gleich sind. Sorry, ist einfach schlimm. Echt? Ja, lass mal so, wir können das ja immer noch ändern. Okay, Schlafzimmer. Meine Dame. Ja. Bettchen. So ist das. Ich brauche ein Bett. Komfort. Und einen Kleiderschrank. Aber ein Doppelbett, bitte. Okay, falls ich Besuch bekomme. Mhm.
Nicht von dem Jogger. Ach, das können wir uns alles nicht leisten. Ach so, wir können uns gar nichts mehr leisten. Du hast unser ganzes Geld verprasst. Für die Küche, ja. Weißt du, wie teuer Küchen sind? Nein, ich habe noch nie eine Küche gekauft. Ich habe wirklich noch nie eine Küche gekauft. Glück gehabt. Sind teuer. Hast du schon eine gekauft? Kann ich dir sagen. Nö. Ja, sehr aber viele. Ich habe darüber gehört. Davon gehört habe ich. Von erwachsenen Menschen. Also nicht. So, machen wir das gleich. Meilenstein erreicht, Zef. 10.000. Sehr gut. Ja, jetzt ist ausgesorgt. Ja. Willst du im Schlafzimmer Teppich haben statt Holz oder Dielen? Ich mag Dielen. Ja, aber es geht nicht darum, was du magst. Doch, du kannst in deinem eigenen Schlafzimmer. Sondern was ich suggeriere. Ich hätte gerne ein Bett. Ja. Und zwar du hättest vielleicht auch gerne erstmal Fenster. Nein, erst ein Bett. Okay. Nee, mit dem Gesicht nach mit dort. Dem, nicht. Nein, na. Nach dort? Mit dem Kopfende, ja. Okay. Ja. Du weißt aber schon, dass es dann schwierig wird mit Schränken und so. Zef, wie sieht unser Schlafzimmer aus? Ja, aber hier hast du die Möglichkeit, das frei zu entscheiden. Das, nicht, das besser ich, zu machen. Was ich suggeriere. Außerdem geht es niemandem was an, wie unser Schlafzimmer aussieht. Nicht diese Bettwäsche. Ich sag doch mal einen Ton. Naja, was du Schönes. Du guckst auf den Bildschirm und als ich dir anklicke, sagst du, nö, Mama. Was ist denn mit dem hier drüben, mit dem bunten da? Warum ist das nicht bunt jetzt, hm? Rosa. Warum ist das so komisch, alle Seide? Das ist so Oma-mäßig irgendwie. Alles so Seide, ugh. Ugh. Ugh, Seide, ugh. Ich glaube, ich brauche mal ein Licht irgendwie. Ja, das habe ich dir doch gesagt. Wer hatte nun recht? Du willst jetzt gleich Fenster einbauen. Ach, du willst jetzt recht haben. So? Hm? Und da noch welche. Cool. Na dann, jetzt aber Bett. Ja. Das ist das Wichtigste. Welches denn jetzt? Welche Form? Das hier hatte ich da gerade. Ja, aber findest du das auch schön? Nein. Ja, warum nimmst du es dann? Ja, aber weil es nichts an. Versuch dann das da hinten mal. Ja. Ja, nehme ich. Wirklich? Gibt es das noch in heller? Von Sinnen? Nein, ich wusste, dass das kommt. So? Ja. Eigentlich schön. Ja. Cool. Cool, Seth. Nee, echt, sehr cool. Was ist mit dem da hinten? Nee. Das hier? Hier kannst du es dir jetzt angucken. Das ist das übelste Raumschiff. Ja, ja. Das ist so ein Schlitten. Damit kannst du auf jeden Fall rodeln gehen. Ah, da kommt dann Santa vorbei. Kurz mal eine Klippe. Das hat auch Räder drunten und Kufen. Oh, das. Immer kommt's. Das Baby-Item. Wenn ich zu Besuch komme. So, jetzt sag was. Gibt's Kleiderschränke. Noch? Nein, gibt's nicht. Haben die nicht. Okay, das ist Kleiderschränke. Sinn. Lagerung. Gibt's nicht Schränke? Bücherregale. Nein. Ach, stimmt, bei mir gibt's gar keine Bücherregale. What the fuck? Upsies. Wo gibt's denn Kleiderschränke? Gibt es Kleiderschränke? Muss es doch. Boah, komm, wir machen eine Lampe, wo wir mal hier sind. Ja, die finde ich gut. Gibt's auch Stehlampen noch? Ja. Hinterm Bett? Ja, da hinten. Ja, dort ist auch okay. Reicht, würde ich sagen. Mhm. Okay, ich werde das nach Zimmern. Schlafzimmer. Ja. Es gibt irgendwie Kommoden. Scheinbar nur Kommoden. Es ja, gibt ist nur auch Kommoden. Okay. Ist doch auch okay. Was ist mit dem ganz da hinten? Das sieht doch nach Schrank irgendwie auch teilweise aus. Ja. Ja. Gleich noch eins. Nee, passt nicht. Aber vielleicht noch eine kleine Kommode? Die ist überhaupt nicht klein. Die ist sehr groß. Oh. Die passt da nicht hin. Oh, warum nicht? Die sind alle riesig. Ja, okay. Nee, das ist das nicht. Warum geht es nicht neben die... Achso, das liegt daneben. Es geht eigentlich neben das Bett, ne? Und wenn wir den Schrank hier weiter Richtung Ecke stellen... Achso, jetzt geht's auch. Willst du das überhaupt? Ja. Finde ich eigentlich ganz nett. Aber da können wir vielleicht noch eine kleine Stehlampe drauf machen. Ja. Oder ein Wecker oder sowas. Ohne Uhr. Hast du auch gar nicht. Hab ja auch ein Handy. Stimmt. Ich hab auch keine Uhren, die ticken laut und dann kann ich nicht schlafen. Und dann bist du gestresst und dann weinst du. Ein Buch, das wollen ein Buch wir kann nicht. Noch da aufs... Oh Gott, so eine riesige Kerzen. Oh. Warum ist das immer alles so gigantisch? Kannst du ins Bad stellen. Das ist doch eigentlich ganz süß. Die Kerzen, gemütlich, Seth. Im Holz. Und gemütlich. Ja, das ist doch erstmal egal. Oh, das ist gemütlich. Das ist sehr gemütlich, tatsächlich. Da Warte passt mal, nichts hin. Was hast du jetzt gesagt? Bücher. Glücklicher Mann. Och, süß! Heißt das so?
Ja. Glücklicher Mann? Nee, ich will da doch keine Bücher. Wäsche, glücklicher Mann. Ich will da doch keine Bücher auf meinem Nachttisch haben. Tischschmuck, feuriges Mondgeschenk. Das stresst mich nur, weil die gelesen werden müssen. Hier ein Bild von meiner, ach so, das darf ich nicht, ne? Teamfoto? Nee, das kannst du nicht, leider. Aber du kannst irgendein anderes Bild. Aber irgendwas... Ach komm, irgendwas musst du da auf den Schrank legen. Ah, nicht so viele Bücher, da kriege ich Druck. Bist du überfordert? Ja, die kleinen, die sind okay. Ja, okay. So, und jetzt noch ein Bild. Komm. Hier. Aber eins, das steht. Nein! Hier, die sneakt da. Die sneakt da rüber. Hallo. Sleepover. Ja. Mit meinem kleinen... Meine Freundin ist wieder da. Oh Gott, ist das creepy. Meine kleine Dinosaurier. Hallo. Und die? Oh Gott, Sir. So cute. So cute. Nicht, und auch die Möhre. Die Möhre ist der Kracher. Mach dir das gleich dahin. Oh nein, das ist zu süß. Aber ich kann es nicht haben. Hier so ein Zentimeter-Maßteil. Oh Gott. Da wälze ich mich jeden Abend. Da kannst du dich jeden Abend hinstellen hier ans Fenster. Oh. Ach, ob du schon wieder gewachsen bist. Nee, morgens, wenn man noch nachts wächst. So, irgendein Bild. Ja, das ist schön. Das? So wie es ist? So? So? Ja, sehr gut. Und hier noch eins? Und noch eins? Nein. Die findest du doch aber so schön, oder nicht? Ja, aber eins reicht. Ach süß, ein Kleiderschrank. Oh Gott, du tust mir so leid. Nein, wenn wir die ein bisschen weiter in die Ecke stellen, den einen, dann passt da vielleicht auch noch ein zweiter von daneben, oder? Nee, der braucht, guck mal, der passt hier nicht hin und der braucht aber zwei Dinge. Okay, ja, dann lass ihn da mal stehen. Nein. Kannst du da nicht mitten auf dem Fußboden so einen... Den? Oh, Pflanzen? Ja, definitiv. Finde ich eine gute Idee. Aber? Im Schlafzimmer. Wo denn? Sowas? Und dies da hinten, das große? Nee, was ist denn hier mit dem Baum? Ja, können wir doch. Den kannst du auch, gibt's auch in mehreren Farben. Achso, das sind die... Ja, das ist beides. Das sind die Blüten und der Topf. Das sind Orangen. Ja, ist doch wunderschön. Ja. Hey, süß. Ja, ich mag die Schrankfarbe nicht. Können wir die ändern? Ja, können wir. Aber müssen wir es verkaufen. Ich glaube, da muss ich nochmal zum Schlafzimmer, weil ich weiß nicht, wo man das dann findet hier. Was hatten wir denn? Hier, das hier, ne? Hinten. Okay, da gibt es halt leider nicht so viel zur Auswahl. Aber ich würde dir den grauen empfehlen. Ja, das Graue ist, ja. Ja, den? Ja, passt zur Tür. Ich würde auch sagen. Grau, hell, wie auch immer. Jo, passt da hinten ein Spiegel hin, da neben die Tür an die Wand? Tja, das ist die Frage. An die Wand, ja. Nee, hier so einen langen. Ja, ja. Weil ich meine, wenn ich mich da anziehe, muss ich ja auch wissen, wie ich aussehe. Kannst du ja natürlich auch hier hinhängen. Ja, mach mal den Kerzen weg. Nö, überhaupt nicht. Da ist man super beleuchtet von den Fenstern. 145 Dollar kosten die Kerzen. Lol. What? Soll ich die jetzt wegmachen? Ja, mach die weg. Ah, die kann ich nicht ernst nehmen. Okay. Kann ich mich selbst nicht ernst nehmen. Eigentlich ganz süß. Ja, aber ich möchte, glaube ich, da ein Bild hinmachen. Also, ja, von Natur, hier? Ja. Ja. Gut, dann gehen wir mal zu Bildern. Such dir was aus, Schätzelein. Auch diese Vierersammlung, das ist aber auch eigentlich alles ganz süß. Schmetterlinge. Passt dem. Das ist nicht dein Zimmer. Ja, ein Poster. Ich würde da Schmetterling hinhängen, meinst ja, du? Ja, würdest du. Okay. Was ist denn mit dem da? Dieses? Mhm. Ach nee, das ist zu düster. Das ist okay, creepy, das ist creepy, ja, ja. Alles schöne Sachen. Oh, schön, aber das daneben. Da hinten über dem Bett. Ja, ja. Ja. Aber das irgendwie anders. Oder hell. So, ja, oder? Genau. Ja. Und dann muss das Kleine weg. Ja, ja, genau. Das Kleine können wir doch aber hier hinhängen. Ja, das Kleine. Oder? Ja. Mhm, ja. Perfekt. Schön. Aha. Oh, guck mal. Das ist doch toll, oder? Das ist toll. Ich finde das Schlafzimmer mega gemütlich. Ja. Weißt du, was noch fehlt? Nee. Eine Sache noch. Hier ein Teppich davor. Ja, auf jeden Fall. Ein kleiner, oder? Ja. Gibt es nicht irgendeinen kleinen, so in der Größe? Mach den mal dahin, bitte. Den? Ja. Den gibt es auch in anderen Farben. Warum willst du mir immer andere Farben anbieten? Weil ich...
dass es es gibt. Ich bin immer einmal froh, dass wir was gefunden haben und dann sagst du immer, den gibt's auch noch in anderen Farben. Nö, das ist eigentlich sehr unerwachsen, aber sehr lol, weil es ein Nachtteppich ist. Ist das adorable? Das ist sehr adorable. Finde ich auch. Nee, ich kann damit nicht leben. Was ist mit dem mit den Sternen? Okay. Diesen? Ja, der ist zu groß. Nee, der passt auch. Auch eigentlich geht ja. Man kann den auch schräg, wenn du ganz ausgeflippt bist. Mach den mal so, genau so. Ja. So? Mhm. Oh, zwischen Bett und da musst du ja gar nicht die Füße frieren. Ja, genau. Zum Schrank. Bis du dir das Socken rausgeholt hast. Ist das nicht toll? Ja, großartig ist das. Ja, schön. Ja, schön. Oder? Ja. Finde ich süß. Sehr schön. Das Blau passt auch zu dem Schrank, merkst du es? Ja, ich merke es. Merke es? Ich merke es. Irgendwie ist das Bad so. Das ist, ist halt nix, ne? Können wir die. Ich glaube, die müssen wieder raus. Die sind so gelb. Die kosten noch 100 noch was. 145. Die Kerzen. Die mag meine Kerzen nicht, Alter. Mann! Können wir da vielleicht noch irgendwas anderes hinstellen? Irgendein kleines Schränkchen. Wir haben nur ein Feld, ne? Wir haben wirklich nur ein Feld. Geh mal zu Bad. Kannst du irgendwie. Gibt's da. Gibt es Bad bei Sims? Gibt es bei die Sims Bad, Chef? Gibt es Bad? Ob es Bad gibt? Guck mal hier, Hand. Oh, Handtuch, Alter. Oh, Chlorrollen. Ganz vergessen. Was ist hier für reichlich Auswahl? Ja, hier oben auf jeden Fall. Hier so. Muss man erstmal aufstehen und auf die Brille steigen. Aber da gibt es das auch in anderen Farben. Isef, du hast wieder ein hässliches gekauft. Ja. Ein ganz hässliches hast du gekauft. Nein, nein, nein. Isef. Was ist das? Na, ein Wäschekorb. Ach stimmt, ich habe gar keine Waschmaschine oder so. Eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Wenn man es realistisch betrachtet. Warum bezahle ich dafür? Warum bezahle ich dafür? Für $50. Mein Schatz. Das, mein Zimmer unaufgeräumt ist. Alter, das ist, oh, da kannst du aber mit einem mächtigen Gesäß kannst du da drauf. Richtig platt kannst du dir den sitzen da. Sowas? Ja. Passt aber wahrscheinlich nicht. Doch. Oh, doch. Schnell hinstellen. Schnell, bevor es nicht mehr passt. Genau. Okay. Okay, das sieht blöd aus wegen dem Fenster. Ich glaube, wir müssen das umstellen. Oh, Bademantel. Mist. Oh, why not? Können wir den neben die Wanne da hängen? Ah, ja. Ja. Neben die Toilette? Das ist ein bisschen eklig. Ja, lieber hier dann. Ja, lieber dorthin. Können wir das vielleicht umstellen, dass wir das Bad, also diesen kleinen Unterschrank, alles in Grau, ne? Bei mir ist alles, nee, nicht in Beige. Ja, blau finde ich schön. Es sieht aus, als würde da ein Zauberer wohnen mit so einem blauen. Ja, das stimmt. Harry hatte bestimmt auch einen blauen Bademantel. Ich will aber irgendwie, muss hier noch ein Handtuch hin, oder? Ja, musst du deinen Schrank über wegnehmen. Über die Bahne da. Ach, ich kann nicht mehr sprechen. Das macht mich fertig alles. Es gibt auch null Heizung bei mir. Es ist kalt, aber das kennt man ja schon. Warum, ey? Er macht das dorthin. Ja, komm. Das ist übelst unpraktisch, wenn man das nämlich dann nass gemacht hat, muss man quasi in die Wanne steigen, um das da hinten aufzuhängen. Nee, ach, das geht schon. Wie wäre es, wenn wir diesen großen Schrank in die Ecke stellen, das kleine Schränkchen? Ja, das könnte, ja, das finde ich eigentlich gut. Lass es mal probieren. Ach, das kommt mit, geh gleich. Mann! Och, goddammit, raus mit dir. Was? Warum geht es denn nicht? Der will da nicht hin. Dann stellen wir das. Ist da irgendwas? Warte mal. Warte. Ist da irgendwas in der Ecke? Ja, wegen dem Scheiß hier? Komm, ich häng dich mal da kurz. Der Zauberer. So. Ah, wunderschön. Viel oder besser, viel schöner. Ja. Menno. Zauberermantel. Bitte. Ich nehme das. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Ja, und was ist mit der Wand? Ja? Ja, das geht nicht. Da ist die Badewanne. Ist behindert. Du musst es neben das Klo nehmen. Du kriegst jetzt einen Bademantel, ich sag's dir. Aus Prinzip schon. Jetzt aus Prinzip. So cool.
Boah, voll fett eingerichtet. Guck dir das an. Boah, das ist auf jeden Fall ein Was eine süße Spaß. Wohnung. Ja, aber was eine süße Wohnung, oder? Ja, auf jeden Fall. So, guck mal, jetzt haben wir hier noch gar nichts. Hier könnten wir zum Beispiel Pflänzchen hinstellen. Ich will da einen Schaukelstuhl. Ich weiß gar nicht, was du dir da bedenkst mit Schaukelstühle? Pflanzen. Ich will da eine richtig geile Pflanzen. Südstaatenveranda. Warte, gibt's sowas? Es gibt so Zweisitzer, eine kleine... Garten? Gibt's so Gartenzubehör irgendwas? Ja, es gibt halt nur diese Dinge. Guck mal, Außenmöbel. Außenmöbel? Leider keine Schaukelstühle. Das könnte aber beim Wohnzimmer sein oder so vielleicht. Oder bei Komfort. Nee, leider nicht. Da muss man doch einen Babystuhl nehmen. Ist aus der Mode gekommen. Nein, was soll ich denn damit auf der Veranda? Stell mein Kind einfach vor die den Tür. Den stellst du... Oder sind wir einfach blind? Nee, den stellst du da hin. Den will ich. Den will ich in meiner Bude. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ja. Willst du hier eine Bank hinstellen vielleicht? Ja, eine Bank. Das ist doch eigentlich ganz, ganz süß. Welche denn? Tja, die ist doch okay. Ja? In der Farbe? Ja, ne? Können wir das vielleicht die Bank unter die Fenster stellen? Ja, klar. So würde ich sagen. Mhm, genau. Ja, es geht halt da leider nicht ganz ran. Doch geht's. Ach, super. Ja. Nee, lass mal dort. Ja, so, genau. Und dann stellen wir da links, also rechts meine ich, noch ein paar Pflanzen hin vielleicht? Ja, im Topf müssen die aber, glaube ich, sein. Ja, solche Kübel. Ja, genau. Also es gibt halt auch große Pflanzsachen, die man hier hinstellen kann. Oh Gott, warte mal. Oh, dahin? Achso, da ist die Tür und da ist die Treppe, ja. Und da rechts passt das nicht, ne? Nee. Nee, leider nicht. Passt dann nur wieder. Hier passt nee, das auch nicht. Das ist zu groß. Genau das Ding. Oh, das ist halt ein ganzes Beet. Ja, ist halt auch sehr groß, aber es ist auch sehr da? Schön. Na, das ist dieses kleine. Ach so, süß. Ich weiß. Was ist Nein, das? Das ist der Mini-Wasserfall. Oh, süß, aber irgendwie nicht das Richtige für die Veranda. Nee. Vielleicht eher so für draußen. Auch wenn es da steht? Nee, nimm mal die Sonnenblumen. Diese? Ja. Einfach ein paar hinstellen. Ach so. So? Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Ja, so, ja, ne? Genau so. So stelle ich mir das vor. Sieht irgendwie blöd aus. Aber hey, wir lassen das jetzt irgendwie so. Findest du? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie schon, ne? Sieht aus wie so eine Boyband. Warten auf ihren Auftritt, ne? Ja. Nee, da muss irgendwie ein bisschen Abstand dazwischen sein. Ja, nee, das ist nicht cool. Das geht nicht, nee. Aber einer ist ganz okay, einen lasse ich da. Ja, ich würde aber, warum nicht hier diesen Wagen? Das, oh. Ja. Ich will das. Ich will Was das ist mit süß. Einem kleinen Tischchen? Damit man vielleicht auch mal draußen essen kann oder Karten spielen. Ja, ich meine, man könnte... Bist du mit so einem hier? Ja, genau. In zum Beispiel. Grau auch? Die gibt es in vielen Farben. Das würde zum Beispiel passen. Das könnten wir halt... Ach, das ist ein bisschen weiß. Sehr weiß. Weiter geht's. Willst du hier so Lampen dran bauen irgendwie oder sowas? So wie eine Beleuchtung, eine kleine. Hier so Außenlampen. Hier zumindest so... Hm? Damit man auch weiß, wo man hinläuft. Naja, zum Beispiel. Nee, da oben nicht. Da oben nicht, ne? Keine Blumen hier mehr. In die Ecke zum Beispiel. Weil die Ecke sieht da noch so ein bisschen nackelig aus. Ja, dann stellen wir da jetzt noch Blumen hin. Gut, stellen da auch Blumen hin. Oder irgendwas Leeres. So eine Schale? Keine Ahnung. Ja, naja. Nein, nicht diesen Hochzeitsbogen. Warum nicht? Warum immer nicht Hochzeit? Nee, ne? Was ist mit denen da drunter? Diesen Erdbeerbecher da? Es ist so ein Kupferkrug. Das ist ein Kupferkrug. Aber man kann auf diese Art und Weise auch Erdbeeren halten. Das habe ich mal gesehen in der Gartenzeitung. Willst du den? Mhm. So, in Gold? Ja. Oder Kupfer? Kupfer. Besser, ne? Ja. Das kann man bestimmt noch besser machen, da die Terrasse, aber das können wir ja irgendwann machen, wenn wir da Bock drauf haben. Ist jetzt der große Auftritt der Kerzen? Achso, das ist bei den Lampen wahrscheinlich, oder? Da hinten. Warte, hier, ja. Mhm. Yeah. Aber ist das direkt gegenüber von der Eingangstür? Ja. Okay. Dann kannst du ja auch hier hinsetzen. Ja. Ja? Ja. Schön. Willst du hier noch was draufstellen, irgendwie was? Nö. Wirklich nicht? Mhm. Das ist draußen, das wird doch geklaut. Das wird nicht geklaut. Doch. Nein. Nein, das wird nicht vom geklaut. Vom Jogger. Vom Jogger? Ja. Vom Joggertyp. Dann hau da ich diese den. Krümel. Hab ich was den. Sind das? Gartenstein. Oh, die sind ganz schön groß. Ja.
Nee, die passen nicht auf den Tisch. Nee. Nein. Das ist alles sehr viel. Was will ich denn damit machen? Bleistifte. Keksdosen. Schatz, die Keksdose. Nein. Dein Leibgerecht. Die ist doch schon drin. Deo für Männer, falls er sich erfrischen will, hier der Jogger. Hier an die Straße. Meine Nagellackansammlung. Da habe ich mir draußen. Dann riecht's nicht so. Ey, stimmt. Voll schlau von mir. Voll geil. Kistenregal, der fairste Handel. Also, what? Was ist das denn? Auf antik gemacht Gartenzubehör, Floristentraum. Ja. Nee, nicht auf dem Tisch. Da essen Leute, da hat der Hund schon hingepinkelt. Das hat meine Mutter immer gesagt. Wenn ich irgendwas auf dem Boden als Kind aufgehoben habe, da hat der Hund schon dran gepinkelt. Überall hat der Hund schon dran gepinkelt. Wie, neben die Tür vielleicht? Nein. Nein, stolpert man. Du stolperst da. Ja. Sieht aus wie Malerzeug. Das ist weg. Stimmt. Das ist schlimm. Und den? Sieht aus wie so ein Radio oder so. Notizbuch? Weiß auch nicht. Das fliegt doch weg. Ach, du fliegst weg. Ja, mach ich nach auch. Ägypten. Mhm. Hier, Männerhemden. Ist rein. Wäschehaufen. Nein, ich will da nichts. Nein, Seth, hör auf mit der Realität. Okay. Das ist eine schöne Terrasse. Die ist wirklich wunderschön. So, haben wir es jetzt? Ja. Yeah. Das Haus, Leute. Wie viele Daumen? Ich will, dass der weg ist. Er ist auch irgendwie noch nicht weiter. So. Danke, er ist weg. Gut. Oh Gott, wo geht er hin? Wo geht denn der hin? Ehrlich mal. Noch einer. Er wird da die Frau seines Lebens kennenlernen. Das ist keine Frau. Er wird den Mann seines Lebens kennenlernen. Vielleicht. Sehr glücklich. Sie ist fertig. Sie ist fertig mit Cookies. Essen machen. Na und? Ich bin gespannt. Wollen wir vielleicht außen noch die Fenster gleich machen? Weiße Torte kann man kochen. Grillkäse? Lol. Für Vegetarier geeignet. Aber man kann, wie man die ernährt und so. Cool. Gemüseteigtaschen. Lol. Ich will ihr irgendwie Torte füttern, aber ich wette, die wird dann dick. Das darf ich nicht machen. Torte? Nein. Eier und Toast. Ja, Eier und Toast darfst du haben. Eier und Toast. Mehrere Portionen. Partygröße? Ach, wie krass. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, das will ich jetzt ausprobieren. Was joggen denn alle? Was sind alle so körperbewusst? Ja, weil die alle Kekse essen. Und Torte. Die hat da ein Brettchen mit Toast? Lol, was macht sie? Ein Käsetoast. Sie ist übelst angetan von sich selbst. Ja, sie hält ganz große Stücke auf. Oh. Sie ermordet da. Sie hat es umgebracht. Oh. Oh Gott, ist sie also tollpatschig. Sie ist wie du. Oh Gott, wie krass. Sie ist wie du. Was? Hä? Ach so, das ist das Rührei. Aber warum macht sie das so krass? Ja, weil sie eine Meise hat. Oh, yummy. Jetzt noch Instagram-Shot, dann wärst es du. Hör auf, ich poste gar nicht so viel. Doch, vor allem von Eiertoast. Never done that. Das dauert lange. Jetzt ist das. Magically. Ist das. It appears. Eier und Toast essen. Nein, du isst. TV! Oh, was tut TV. Sie? Sie ist durch die Dimension geglitscht. Ja. Oh, guck mal, dieses Lächeln, Alter. Ich geh gleich sterben. Hör auf! Guck mal. Oh. Boah, die ist ein Genießer. Ja. Kannst du abstinken gegen. Ich? Du stinkst dagegen. Ja, ich stinke mit dagegen. Deinem Genießertum. Ich habe auch keine Seife im Bad. Ich liebe dieses Haus. Ich will da sofort einziehen. Das ist schön, oder? Eigentlich. Ja. Ich liebe es. Okay, cool. Dann war es das, glaube ich, mit der Einrichtung. Dann können wir jetzt mit Fall. Leben anfangen. Endlich. Job suchen, allen Verpflichtungen des Erwachsenendaseins nachgehen. Nicht Essen, wahr? Fernsehen gucken, schlafen gehen, duschen, auf Arbeit gehen. Fertig. Mhm. Willkommen in der Nachbarschaft. Wer begrüßt mich denn da? Warum sind die Leute raus aus meinem Haus, Alter? Summer Holiday. Die heißt... Travis Scott. Die heißt Summer Holiday. Ja, kann man halt auch heißen, ne? Was ist denn hier wie auf dem Bahnhof? Wahrscheinlich, weil ich neu bin. Lol, das mache ich jetzt nicht. Die wollen sich vorstellen. Das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt einen Käsetoast essen. Okay, Leute. Das war's dann für heute. Sammy, was machst du da? Aufräumen.
Ja, die spielt jetzt ab. Genau, weil sie pflichtbewusst ist. Wie eine große, erwachsene Person. So, und wir räumen jetzt auch hier ab. Ja? Mhm. Reinen Tisch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffentlich. Ja, bis dann. Lass gerne Daumen nach oben da. Tschüss. Und Abo, ciao. Ja, und Abo. Abo, bitte. Abo auch.